Herzlich willkommen zurück zu America, du alter America-Fan. Ja, wir nähern uns langsam den 100 Folgen. Wir gucken uns jetzt die Desperados-Kampagne an. Früher, als ich noch jung war, da war ich ein richtig erfolgreicher Gangster. Jede Menge krumme Dinge habe ich gedreht. Und alles überstanden. Mehr oder weniger heil. Und dann habe ich mir gedacht, war das alles? Ich brauchte eine neue Herausforderung. Okay. Ein Coup, von dem man sich in 100 Jahren noch erzählen würde. Das legendäre Four Fox. Unendliche Schätze. Allein bei dem Gedanken kamen mir die Tränen. Allerdings nur, weil ich das Gold noch nicht in meiner Hütte hatte. Allein hätte ich das niemals schaffen können. Also gab es jede Menge zu tun. Ich musste meine alte Gang wieder zusammentrommeln. Gar nicht so leicht, die Jungs zu finden. Die Hälfte davon saß im Knast. Nein, Ich hab's falsche. Hier. Ich brauch doch mich. So, jetzt sieht das doch schon besser aus. Gut. Ja, immer die ganze Spiegelei-Scheiße hier und so, aber das tue ich ja für euch, weil sich hier schon mal jemand beschwert hatte. Hey, tu das nicht dieses Mal. Ich soll auf jeden Fall spiegeln. Tschuk, tschuk. Ja, wer ist da? Dein alter Freund, Jack Johnson. Hi, worum geht's? Zwei Wörter, Ford Fox. Ich bin dabei. Und da haben wir sie doch. Alter Gangster und Jack Johnson. Suchen sie sich mindestens 10 alte Gangster zusammen. Jack Johnson muss überleben. Und ja, jetzt sind wir hier. Mal wieder eine andere Mission, finde ich mal gut, weil so gefühlt, wir hatten ja die Problematik mit den Mexikanern, dass wir da halt nur bauen mussten, ne? Und ja, die Add-on-Missionen sind schon so ein bisschen gemacht, fand ich an den Natives auch, dass wir halt mehr rumlaufen müssen. Und das hatten wir irgendwie bei den Mexikanern gar nicht, ne? Es ging da eher nur um Los Angeles und gib ihm... Los Angeles und ja, mehr war nicht, ne? Okay, ja, ich mach die ganze Map mal frei, obwohl die Map gar nicht mal so groß aussieht. Okay. Sollen wir mal, dass wir noch so einen alten Gangster hier finden? Da ist doch noch einer. Auf geht's, ran an die Monete! Jawohl! Ran, ran! Und suchen wir uns noch hier die anderen mal zusammen. Da ist noch einer. Ei, gute Männers, na wie? Ei, lang nicht mehr gesehen. Rauf geht's, ran an die Monete. Mir sage jetzt nur noch selbe. Weil wir haben keinen Bock mehr, was anderes zu schreiben. Das ist die Wahrheit. Oh, das geht's da lang. Oh ja, sehr gut. Ja, einmal hier entlang. Bumm. Mensch, das geht ja hier. Das läuft ja hier wie am Schnürchen, ne? So, dann einmal hier runter.
Dann suchen wir hier unten noch alles ab. Aber es geht. Hier vielleicht. Dann wieder hier hoch wahrscheinlich. Dann ist hier oben wahrscheinlich wieder jemand. Oder hier hinten drin, ne? Na, bestimmt hier. So eine kleine Hütte. Hier kommt die Hütte, komm. Ja, da ist sie doch. Alle Gangster. Oi, grüß euch, Kollege. Na, ihr auch wieder hier, ne? Was wollt ihr, alte Zipfelklatscher, denn von uns? Wir machen uns auf den Weg. Wir haben schon 5 Stück. Die Hälfte haben wir schon. Und das in 6 Minuten. Wow, 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 Weba. Aber hier hoch mussten wir nicht, oder? Wenn ist jetzt auch zu spät. Ich will eigentlich mehr mitnehmen, ne? Verdammt, hier geht's nicht weiter. Okay, hier sind Leute. War ja irgendwie klar, dass hier unten noch Leute sein müssen, ne? Da drüben am anderen Ufer können wir ein Camp aufbauen. Oh. Ja. Ah, Spiel. Ah, das sind doch hier, guckt mal. Ho, 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 ho. Okay. Nice. Okay. Hä, warum können wir die nicht abschießen? Okay. Crazy shit. Missionsziel, es war gerade sucht, die erreichen sie ein Camp. Okay, ja, aber wie? Ja, wir reiten mal hier hoch, aber warum können wir das nicht einnehmen? Wir brauchen mehr Zeit, okay.
Geht doch klar, oder? Macht die Boote frei. Ah. Ja. Fuck you, Kanone. So, dann gehen wir jetzt hier runter und machen die Boote von denen kaputt, oder? Geht doch gut, oder? Bisschen vorarbeiten. Das geht nicht, okay. Dann gehen wir jetzt aber hier in unser Lager. Hallo? Okay, Boss. Ich hab schon wieder gar nicht aufgepasst, was wir alles brauchen, aber... egal. Der ist mal unwichtig. Ey, wir scouten uns mal hier, ob von hier irgendwo jemand kommen kann. Ja, von hier oben, ne? Interessante Geschichte. Tischlerei. So, die hacken erstmal das Holz. Wo haben wir es denn? Da, Schnapsbrennerei. Okay, dann haben wir es ja jetzt einigermaßen hingekriegt, ne? Bisschen semi-gut, aber ja. So, jetzt macht ihr erstmal ein bisschen Schnaps. Dass ihr gleich die nächste Schnapsbrennerei machen könnt. So. Ja, irgendwie so ist es. Habe ich es mir jetzt gedacht. Dann haben wir zwei Stück davon. So, dann könnt ihr erstmal hier. Boah, jetzt geht das Gerülpse wieder los, ne? Ist ja Katastrophe wieder. Okay, wir haben keine Möglichkeit, gerade Gold zu kriegen, ne? Saloon müssen wir jetzt bauen.
So mache ich das mir mal hin, dann habe ich hier wenigstens ein paar Türme, sage ich mal. So, dann machen wir uns noch ein paar Arbeiter. Weil da allein wird es ja nicht so hinkriegen. Ich würde gerne schon mal gucken, ob wir hier irgendwo Berge haben. Es tut mir halt leid für die Büffel, aber... Ja, wir brauchen das. Wir brauchen die Nahrung. Irgendwo Gold. Oh, das ist sehr gut, dass von hier kein... Oh. Im Land uns weißen Vater in Washington gegeben wurde. Oh, nee. Nein. Oder die Luft wird bleihaltig. Scheiße. Mir fällt gerade ein, ein paar von meinen alten Ganten in das Knast. Okay, sitzen im. Oh, Selbstheilung wäre so geil. Ja, wenigstens mal ein paar davon. Dass wir schon mal ein paar Truppen haben. Komm, gib mir hier oben eine Goldmine. Na, gefällt mir nicht. Nee, hier ist doch keine Goldmine mehr, oder? Scheiße, Dreck. Okay. Hier ist aber gefühlt niemand. Selbstheilung wäre ganz geil gewesen, ne? Wenn die wenigstens irgendwie gekriegt hätten. Ja, aber dann machen wir es anders da. Ja, hier hinten sind wir ziemlich gut geschützt. Oh, 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 oh. So, baut es mal schnell fertig. Okay, Boss. Na, wartet mal. Komm. Okay, Boss. Tut. Okay, Boss. Weil ganz ehrlich, das geht mir auf den Sack hier. Da
immer das mit dem Goldlager und den ganzen Kram. Dann lass uns lieber so machen, dann haben wir nämlich schneller das Gold, dann können wir hier nämlich schneller anfangen. So ist nämlich der Grundgedanke von mir. So. Ja, Basisbaum haben wir ja gleich. Ich lasse die, glaube ich, sogar hier oben, oder? Scheiß doch drauf, oder? Wir haben ja erstmal genügend Leute. Und du baust hier mal ein bisschen. Und dann sollten wir eigentlich genügend von allen haben, oder? Haben, haben, haben. Und wir haben dann gut Geld. Wenn wir jetzt die 45, also wenn wir dann die 500 zusammen haben, auf jeden Fall Selbstheilung. Und dann hätte ich so gesagt, zack, auf die Pferde drauf, Selbstheilung und gib ihm. Vollgehauen. Dann bauen wir hier am besten noch eine Destilliererei hin. Ah, das ist Summe, ne? Hm. Aber ganz ehrlich, dann hauen wir die einfach hier hin. Und dann sollten wir ja genügend haben. Wir fangen jetzt gleich mit Selbstheilung an. Wir schützen erstmal hier alle. Und dann können wir ja mal gucken. So, dann hackt ihr hier mal die Bäume. So, wenn wir die 500 zusammen haben, direkt Selbstheilung drauf. Wir fangen jetzt voll an, alles abzugraden. Ist mir auch egal, ganz ehrlich, sieht super aus. Wir haben genügend Gold. Weil wir jetzt nicht meinen können, dass doch in dieser Ecke hier hinten so viel Gold ist. Aber ja, ich habe gelernt in dem Spiel immer genau gucken. So, dann schauen wir hier mal. Gehen wir hier mal rein. Okay, Boss. Boah, ich bin so happy, wenn diese Selbstheilung gleich gemacht ist. Dann bauen wir uns jetzt gleich das Hotel noch. Ja, die können schön das abfarmen, das ist gut. So, fürs Hotel brauchen wir auch noch ein bisschen was. Ja, dann hätte ich gesagt, dass wir so lange warten, aber das ist echt super hier, ne? Das ist echt geil, ne, dass wir hier jetzt das so machen können. Ich lasse das auch, glaube ich, ne. Ich meine, wir haben 4 Leute, die Gold holen. Das geht schneller wie mit den Kutschen. Oh, scheiße.
Ach du heilige Scheiße. Oh ne. Okay, das wird doch nicht so easy, wie ich dachte. Ich habe jetzt auch lange nicht gespeichert, weil ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt war. Aber das ist, glaube ich, ganz gut so. Ich hätte den einen jetzt hier noch mitgenommen. Ich glaube, das ist nämlich okay so, weil ich habe das am Anfang hier schon versaut, ne? Ich habe viel falsch gemacht. Deswegen bin ich gar nicht böse drum. Dann baue ich jetzt noch schnell den Anfang auf. Dann gehen wir nämlich ans Wasser runter. Ja, aber das ist schon wieder diese Doppelangriffe, ne? Die nerven so hart, ey. Aber wir wissen jetzt, wo wir das Gold kriegen. Schnell tauern. Immer diese Doppelangriffe hier, ne? Die nerven so hart. Ne, wir gehen hier rüber. Wir gehen hier so runter. Ah, die nerven so hart, diese Doppelangriffe immer. Also im Add-on ist es echt heftig, dass du erstmal schön von beiden Seiten angegriffen wirst. Da denke ich mir auch immer, was haben die sich dabei gedacht? Oh, es ist einfach. Da freuen sich die Spieler drum. Ist doch cool. Oder was haben die sich dabei gedacht? Ja, es ist echt. Also das Add-on hat's in sich. Hier zusammen errichten sie ein Camp, bla 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 bla. Los, binde die Schiffe frei. Ja, so ist es mir lieber, ne? Oh.
Ja, bindet sie los. Los. Binden. Was ist mit euch? Mann, ey. Ach, komm. Aber hä, das verstehe ich jetzt. Warum bindet ihr die Schiffe nicht los? Könnt ihr mir das mal sagen? Bindet doch die Kackschiffe los. Wir kriegen, was hat er gesagt? Wir kriegen bla bla bla. Ich habe eigentlich gar nicht so Bock, jetzt so viel zu kämpfen. Ich will eigentlich direkt die Schiffe haben. Ja. Tschüss. Ja, sau komisch. Aber gut, soll es mir recht sein. Gut. So, ich will noch ganz schnell den Grundaufbau machen, so wie ich es mir überlegt habe. Bam, bam. So, sammeln Sie. So, wir schnappen uns schon mal zwei Stück. Okay, Boss. So nah wie es geht hier ran. So, dann machen wir direkt alles voll mit Leuten. Also wir bilden direkt alles aus und tun direkt Gold sammeln. So, dann würde ich jetzt hier sagen, haben wir es doch einen ordentlichen Aufbau gemacht. Ich speichere unter LB3 und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.